Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Islamischer Staat, Selbstmordattentate, Ehrenmorde und Terror, das sind die Begriffe, die in der Gegenwart vielen Menschen zur Religion des Islam einfallen. Eher jedenfalls als Gebet, Almosen für die Armen, Wallfahrt und Fasten, die eigentlich als die Grundsäulen des Islam bezeichnet werden könnten. Unser heutiger Gast hat sich über Jahrzehnte mit dem Islam befasst und wird uns heute helfen, einige Grundsätze dieser Religion zu verstehen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Pater Professor Dr. Christian Troll. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Was heißt Islam? Islam ist philologisch gesehen ein Verbalnomen und heißt der Akt des Sich-Unterwerfens. Unterwerfung unter Gott und sein Gesetz. Islam kommt von einer Wurzel im Arabischen, ein semitisches Wort. Wir kennen das, diese Wurzel von dem hebräischen Begriff Shalom her. Der entsprechende arabische Begriff, koranische Begriff ist Salam, Friede, Zustand des Heiles. Das ist eben nicht die direkte Bedeutung des Islam. Das wird oft verwechselt. Es wird oft gesagt, Islam heißt Friede. Nein, Islam heißt der Akt, die Unterwerfung unter Gott und seinen Willen. Aber die Wörter sind miteinander verwandt im Arabischen? Die Wurzeln, wie das in semitischen Sprachen ist, die Wurzel, aus denen das Wort Friede und das Wort Islam kommt, ist dieselbe. Gibt es auch inhaltlich eine Verbindung? Also gibt es inhaltlich eine Verbindung? Entsteht durch die Unterwerfung Friede sozusagen? Jeder Muslim würde sagen, dass wenn ich mich Gott unterwerfe und seinem Willen, dann entsteht der Zustand zunächst mal im Einzelnen, in der Seele des Einzelnen, des Friedens, des Befriedetseins und auch das Bewusstsein, dass ich somit Gott gefalle. Und dadurch kommt eine tiefe innere Erfahrung des Friedens zustande. Und das wäre dann Salam. Ah ja. Wodurch werde ich Muslim? Ich werde ich frage mal so, ist Muslim die richtige Bezeichnung für den Anhänger des Islam? Ja, wir sprechen eben deshalb von Muslim, weil der Muslim heißt, ist praktisch Partizip aktiv, also derjenige, der diesen Akt der Unterwerfung unter den Willen Gottes vollzieht. Und das somit ist der Kernakt, der religiöse Kernakt des Muslim, des Islam und des muslimischen Lebens, ist die Bezeichnung für die Religion und nicht eine menschliche Person. Also diese Unterwerfung, wodurch wird die denn ausgedrückt? Also kann ich einfach nur sagen, so, ich unterwerfe mich jetzt dem Islam und damit bin ich dann Muslim? Oder muss ich das auch an irgendetwas festmachen, deutlich machen, kenntlich machen? Das ist genau festgelegt und es gibt also die 5 Grundpfeiler. Man spricht von dem Islam wie einem Haus. Dieses Haus hat 5 Grundpfeiler. Der erste Pfeiler ist einmal, dass ich ganz klar und unmissverständlich mich bekenne, auch öffentlich, zu dem einen Gott. Es gibt keinen Gott außer Gott, außer, das ist der islamische, arabische Ausdruck für Gott ist Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah, außer Gott. Und Muhammad ist sein Prophet. Das heißt, nicht der einzige, aber der letzte und maßgebende. Erster Grundpfeiler. Zweiter Grundpfeiler, das 5-malige Gebet, das rituelle Gebet, ideal 5-mal am Tag zu festgelegten Zeiten vollzogen. Kann man alleine tun, ist immer schöner, besser, wenn man es gemeinsam tut. Und am Freitag wird das Gebet von der gesamten lokalen Gemeinde gemeinsam verrichtet, das Freitagsgebet mit einer Predigt. Dann das Fasten im Monat des Ramadan. Sehr genaue Vorschriften gibt es da, da können wir jetzt wahrscheinlich jetzt nicht drauf eingehen. Frag vielleicht gleich nochmal nach. Ja. Lassen Sie erstmal gerade diese Grundsätze. Und dann die Almosensteuer. Ich habe jetzt das Almosensteuer genannt. Almosen kann man auch sagen. Aber auch hier ist vom Islam eigentlich genau vorgeschrieben, wie viel Almosen ich geben soll. Von meinem Einkommen eine bestimmte Prozentzahl? Von meinem Einkommen ein bestimmter Prozentsatz, ja. Und dann die Pilgerfahrt. Die Pilgerfahrt, jeder Muslim, der es bezahlen kann, der dazu gesundheitlich in der Lage ist, sollte wenigstens einmal im Leben nach Mekka pilgern und die Pilgerfahrt verrichten.
Dann lassen Sie uns mal ein paar Nachfragen, habe ich. Warum ist es das Freitagsgebet und nicht das Mittwochs-, Sonntags- oder Samstagsgebet? Ja, der Freitag hat sich da so herausgebildet. Kann schon sein, dass also der Sonntag war sozusagen belegt von der christlichen Praxis, der Sabbat von der jüdischen Praxis und der Freitag. Ah, ja. Also zur Abgrenzung. Abgrenzung auch. Und es ist Freitagmittag. Nun ist aber der Unterschied, es gibt kein Freitagsgebot in dem Sinne, dass man am Freitag nicht arbeiten dürfe. Es ist nur vorgeschrieben, dass man zu diesem gemeinsamen Gebet zusammenkommt und sich die Ansprache anhört. Aber vor diesem Gebet und nach diesem Gebet am Freitag kann ich den normalen Arbeiten nachkommen. Also mein Geschäft wieder öffnen und weiter. Das heißt, in klassischen islamischen Ländern und muslimischen Ländern gibt es kein eigentliches Wochenende? Ist das eine Angleichung an die westliche Zivilisation? Dann hat man, je nachdem, es gibt Länder, auch muslimisch mehrheitliche Länder, an denen noch der Sonntag bleibt, der Ruhetag. Ja? Aber natürlich in den meisten muslimisch mehrheitlichen Ländern ist jetzt dieser Ruhetag nicht nur der Tag des Gebetes, sondern man ist eine Art Sonntag. Also Ruhetag ist der Freitag. Ja. Ja, ah ja. So, das war das zum Freitag. Ramadan. Was bedeutet dieses Wort? Ich weiß jetzt nicht, was es philologisch bedeutet, aber es bezeichnet den Monat. Wie Sie wissen, ist ja der islamische Kalender richtet sich nach dem Mond und das islamische Jahr nach dem islamischen Kalender ist etwas kürzer als unseres und deshalb verschieben sich die Zeiten der Monate auch der islamischen. Und das ist die Bezeichnung für den Monat, in dem alle Muslime fasten sollen. Das heißt, während des Tages, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Das ist verschieden natürlich, die Zeit des Sonnenaufgangs in Saudi-Arabien von Norwegen. Aber vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang soll der muslimische Gläubige nichts essen und nichts trinken. Das heißt, man muss genau auf den Kalender schauen und nach welchem Kalender richtet der man Kalender sich? Der Kalender ist unheimlich wichtig und das ist der islamische Kalender. Und der praktizierende gläubige Muslim, für den spielt der Kalender und spielen auch die sich stets ändernden Gebetszeiten eine große Rolle. Übrigens in Klammern, das ist auch ein Grund, warum sich im klassischen Islam gerade die Mathematik und Astronomie und die entsprechenden technischen Dinge, also auch die Zeitmessinstrumente, das hat sich da sehr entwickelt, weil es von der Religion her diese Notwendigkeit gab. Gibt es denn so eine zentrale Stelle, die dann wegen mir in Mekka sitzt und sagt, also da in Jakarta müsst ihr zu dem Zeitpunkt anfangen mit dem Beten und dann aufhören und in Kairo dann und in Chicago so, oder wie geht das? Sagen wir mal, das wäre dann entweder der Rat der Muftis oder vielleicht das Religionsministerium. Also in der Türkei, denke ich, ist es Diyanet, die staatliche Religionsbehörde. Das ist verschieden organisiert in verschiedenen Ländern. Also nicht von Mekka aus, sondern die Al-Azhar-Universität spielt da eine Rolle und die Religionsbehörde in der Türkei. Ich weiß nicht, ob man sich in Deutschland, wonach man sich richtet, ob jetzt die Gemeinden mit türkischen Wurzeln sich an der Türkei orientieren. Ich glaube, es gibt für den deutschsprachigen Islam noch keine solche Stelle, die das für alle Muslime festlegt in Deutschland. Ah ja. Aber die bekommen irgendwie ihre Zahlen und dann wissen die Bescheid. Also das ist der Ramadan. Jetzt haben Sie eben erwähnt die Wallfahrt. Wieso ist die so wichtig? Und wieso die Wallfahrt ist sehr wichtig, weil die Kaaba ist ja das zentrale, wenn man so will, Symbol. Ich habe jetzt etwas gezögert zu sagen Heiligtum, aber wir übersetzen es mal Heiligtum, weil es immer gefährlich ist, eine materielle Sache jetzt heilig zu nennen aus muslimischer Sicht. Aber die Kaaba war ja ein Symbol für die Pilger schon vor Mohammed, kamen die Gläubigen, damals die Heiden, die kamen immer wieder zusammen in Mekka. Dort war der große Markt für die Araber. Also heute würde man sagen, es war die Messestadt. Und da gab es ein zentrales Heiligtum und es war natürlich auch im Interesse der Mekkaner,
dass alle Gottheiten da vertreten sind in der Kaaba, sodass die, dass die dann auch zur Pilgerschaft kommen und zur Messe statt in einem. Das geht ja oft zusammen, Handel und religiöser Wandel. Und eine der ersten Dinge, die Mohammed getan hat, war, diese Kaaba ganz klar auf den einen Gott hin auszurichten, als Symbol für den einen Gott zu sehen. Und diese Wallfahrt jetzt nicht im heidnischen Sinn, sondern als monotheistisches Glaubensbekenntnis zu vollziehen. Und die große Figur, das große Vorbild ist für Mohammed dann gewesen Abraham. Ja, und wenn wir uns anschauen, die sehr schönen Wallfahrtsgebete, die gehen zurück, also beziehen sich immer wieder auf Abraham und seinen Glauben an den einen Gott. Und es ist sozusagen, diese Wallfahrt ist auch eine Einübung, ich würde zwei Sachen sagen. Eine Einübung in den reinen Islam, wie ihn nach muslimischer Auffassung Abraham vorgelebt hat. Abraham ist der Vater des reinen Monotheismus. Und Mohammed nimmt für sich in Anspruch, dass er die Religion des Abraham erneuert. Und er ruft die Christen und die Juden dazu auf, diesem reinen Monotheismus des Abraham, den er gekommen ist, zu erneuern, durchzuführen. Und dazu ist die Wallfahrt zu der Kaaba ist eben ein starkes Symbol. Zum anderen ist die Wallfahrt für den gläubigen Muslim eine Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott, dem Richter, am letzten Tag. Und da ist ein sehr eindrücklicher Teil dieser Wallfahrtsriten, ist, wenn auf dem Berg Arafah an einem Tag alle dort in der Nähe von Mekka zusammenkommen, alle Pilger, Hunderttausende, Millionen, und ganz jeder individuell vor Gott betet um die Vergebung seiner Sünden und sich vorbereitet auf das letzte Gericht. Dieses Erlebnis, ich habe oft mit, natürlich gibt es wunderschöne Berichte, auch Bücher, Mohammed Assad zum Beispiel. Ja, aber ich habe auch gesprochen mit meinen Studenten, dann oft mit Muslimen gesprochen. Sie haben diese Pilger dann uns erzählt, was für sie diese Erfahrung der Wallfahrt war. Und das war beeindruckend und auch natürlich für die Schüler lehrreich. Ich nehme an, Sie selber konnten nie dabei sein, weil das einem Christen nicht gestattet ist. Es ist einem Nicht-Muslim nicht erlaubt, in den Al-Haram, den heiligen Bereich, der ist nur gedacht für Muslime. Ja? Das ist natürlich auch diskutiert, auch innerhalb des Islam. Es ist natürlich fragwürdig, kann man sagen, dass jetzt ein Bereich herausgenommen wird, zu dem, der sich auf Gott bezieht. Gott ist nun von seinem Wesen her universal. Nicht? Das, aber gut, das ist so entwickelt worden. Man kann als Nicht-Muslim legal nicht da hinein. Und viele, es hat ja eine Reihe berühmter Leute gegeben, also auch Islamkundler, die Muslime geworden sind, zumindest, ich weiß nicht, ob es dann für das ganze Leben, aber sie sind Muslim geworden, um das mal erleben zu dürfen. Ja. Aber das haben Sie nicht gemacht? Das habe ich nicht gemacht. Okay. Noch mal ganz kurz zurück, bevor ich gleich noch mal vielleicht auf ein paar Teile der Wallfahrt komme. Das besteht ja offenbar auch aus ein paar sehr symbolischen und rituell vorgegebenen Teilen. Es ist ja schon erstaunlich, dass ausgerechnet eine Religion, die so eifersüchtig darauf schaut, dass dieser eine Gott auch nicht geteilt wird und eben es nur diesen Gott gibt und nichts anderes, die auch dem Christentum diese drei Götter vorwirft und so weiter und so weiter, dass die nun ausgerechnet sich als Heiligtum, Sie haben das in Anführungszeichen gesetzt, einen Ort aussucht, der vorher schon verehrt wurde, und zwar für verschiedene Götter. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Das war ein äußerst, will ich nur sagen, wichtiger und vielleicht kann man auch sagen, aus kluger Muslime würden natürlich sagen, gläubigen Muslime, das war von Gott eingegeben. Wir finden ja diese im Koran die entsprechenden Offenbarungen dazu, so das war das nicht das ausgedacht von Mohammed selbst. Aber wie immer man das sieht, gerade diese Klammer, die bei den Wallfahrtsriten, aber auch sonst
eine gewisse Klammer, die besteht, eine Kontinuität zwischen dem arabischen Leben vor Mohammed und dem Islam nachher, ist ja unheimlich wichtig gewesen, um die Araber zu gewinnen für diese neue Religion. Und die Frage ist dann, wie viel Arabisches, sozusagen kulturell Arabisches, das dann in den Islam eingeflossen ist, soll maßgeblich bleiben für eine islamische Welt, wo die Araber in der Minderheit sind. Heute ist die Großzahl der Muslime nicht arabisch, sei es in Asien, sei es in Afrika, sei es auch in anderen Teilen der Welt. Das sind mehr als die arabischen Muslime. Und da ist immer eine Frage, wie weit kann der Islam, ohne sich zu verwässern, da sind verschiedene muslimische Auffassungen, das ist heute eine große Auseinandersetzung, wie weit kann er malaysisch, indonesisch, afrikanisch werden und ist doch noch der reine Islam. Also das Konzept des reinen Islam, wie das definiert wird, davon hängt sehr viel ab, bis in die Politik hinein. Diese Kaaba, ist das eigentlich ein Stein oder was? Also das sieht ja aus wie ein großer schwarzer, ja, was ist das? Ja, es ist ein kubischer Tempel. Ja, aus Stein kann noch gebaut. Reingehen? Er hat einen Innenraum und ist jetzt frei von allen, da gibt es natürlich keine Götterstatuen und Bilder mehr. Mohammed hat die Kaaba gereinigt, sozusagen islamisch gesprochen. Und es ist einfach dieses. Und es gibt die Kiswa, die ein sehr wunderschön geschneidertes und gesticktes Tuch enormer Größe, das das saudische Königshaus jedes Jahr herstellen lässt, womit die Kaaba bedeckt wird, wie ein Grab. Also im Grunde ist das nur ein Raum. Ja, leerer okay. Raum. Ein leerer Raum. Die Leere ist symbolisch für Gott. Also es gibt nichts, la ilaha, nichts, keinen Gott, nichts Verehrungswürdiges letztlich, außer Gott selbst. Und kein Bild oder anderes könnte ihn darstellen. Jetzt haben Sie eben vom Reinigen gesprochen, als Mohammed hat dann diese Kaaba gereinigt, was de facto heißt, die Bilder rausgeschmissen. Ja, das war dann eine sehr starke, das ist auch natürlich dann im Laufe der islamischen Geschichte gab es immer wieder Streit, wie viel Bild, wie viel Statue darf sein. Wie ist das heute? Was findet sich in einer Moschee? Ja, also heute gibt es zum Beispiel, es gibt ganz strenge Auslegungen, die waren gegen Fotografie, müssten dann gegen den Film sein. Jegliche Darstellung von Menschen, zwei- oder dreidimensional. Einige sagen, keine Darstellung von irgendwelchen lebenden Wesen. Ja? Das sind große Diskussionen in der islamischen Architektur. Aber wieso eigentlich? Also ich kann ja verstehen, dass man kein Bild von Gott machen möchte. Gott ist das eine, aber der Mensch oder das Leben ist ja wieder was anderes. Ja, so potenziell, es sind Gefahren. Der Mensch ist leicht verführbar. Und wenn er schon ein Bild von sich machen lässt, wenn ich jetzt ein ganz strenger Wahhabi bin nach der Ursprünge, ne, dann ist das schon gefährlich, ja? Weil eigentlich sollte... könnte Menschen dazu verführen, dass dieser Mensch verehrt wird und dann eine Konkurrenz wird für die Verehrung Gottes. Also es geht immer letztendlich darum, nur Gott soll verehrt werden. Ja, also erinnern Sie sich in der europäischen Geschichte an die radikalen Calvinisten und wie sie umgegangen sind mit den Statuen, mit den alten Kathedralen der Mittelalter. Das ist ein vergleichbares Motiv. Das ist vergleichbar. Es ist eine Art radikale, monotheistische Auffassung. Was anderes, was einem Nicht-Muslim ja immer wieder auffällt und was auch sicherlich immer wieder zu Konflikten führt, ist Verbot des Schweinefleischessens und der Alkohol. Wahrscheinlich gehören auch noch ein paar andere Dinge dazu, aber das ist was einem in unserem heutigen Kulturkasse auffällt. Woher rührt das? Ja, woher rührt das? Ich meine, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Juden heute ist, aber das hat ja, haben wir da auch Spuren da im Alten Testament. Also ich denke, dass wenn ich die heutigen muslimischen Bücher dazu anschaue, das ist ein unreines Tier.
Das wird, man ist der Überzeugung, dass das Schwein von seiner Lebensweise her und so weiter. Es ist also, dreckig. Ja. Und also irgendwie, das wird so begründet. Und manchmal kommen dann auch noch medizinische Begründungen. Es gab ja früher Trichinen und so weiter. Ja, also das können Gründe sein, warum das letztlich ist. Es ist aber eine sakrale Vorschrift. Es ist einfach vorgeschrieben. Vorgeschrieben, es steht im Koran. Wird nicht hinterfragt. Da kann ich kann versuchen, diese koranischen Vorschriften menschlich zu erklären. Aber letztlich entscheidend, wenn ich ein gläubiger Muslim bin, das steht im Koran, das Wort Gottes. Und der Alkohol? Und ebenso mit dem Alkohol. Nur beim Alkohol ist es ja auch, kann man im Koran selbst feststellen, eine Entwicklung im Koran selbst. Das war nicht am Anfang, gab es kein striktes allgemeines Alkoholverbot, aber am Schluss steht das da. Am Anfang in den frühesten Suren, die sich darauf beziehen, Koranstellen, wird gewarnt vor zu viel Alkohol. Es scheint auch durch der Grund, also man ist dann beim Gebet nicht richtig disponiert. Man kann das Gebet nicht würdig verrichten, wenn man und das kommt eben, wenn der Alkohol, es ist eben dann so, am Schluss scheint aus der Erfahrung, die gemacht wurde, also nur das absolute Verbot des Alkohols stellt sicher, dass die fünf Grundpfeiler und vor allen Dingen das Gebet würdig verrichtet werden können. Letztendlich geht es auch da wieder um Gott. Letztlich auch, ja, wieder da um Gott. Wobei dann die große Diskussion jetzt dann ist, weil im Koran steht, es steht nicht Alkohol, es steht, letztlich handelt es sich um Kokosnusssaft, der fermentiert ist. Nicht? Und ganz strikte, die jetzt ganz strikt nur dem Wort des Korans folgen, die sagen, ja, ist ja nur verboten, das fermentierte Kokosnusssaft, nicht? Damit wäre Wein und Whisky kein Problem. Aber natürlich. Wer will schon fermentierten Kokossaft trinken, dann wäre es gar kein Problem mehr. Aber wie auch immer, die Verschleierung der Frauen, ist das auf einer ähnlichen Ebene? Also ähnliche Ebene heißt, es bringt mich davon ab, diesen Gott zu verehren. Da muss man sagen, wenn man in die Rechtsbücher schaut, das ist ein sehr weites Thema, dass einfach das Haar der Frau wird, wenn ich so sagen darf, als Pudendum angesehen. Also so wie die Schamteile des Menschen, das Haar der Frau darf in der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden. Pudendum heißt? Schamteil. Und das darf nicht gezeigt werden, das Haar, weil es, also sagen wir mal, sexuelle Versuchung, wenn man es so ausdrücken will. Und deshalb muss es bedeckt sein. Wenn ich die Rechtsbücher lese, nicht? Natürlich gibt es da auch bei den Rechtsgelehrten verschiedene Formen, welche Art von Kopfbedeckung, welche Art von Kleiderordnung für Männer und Frauen ist gefordert. Da gibt es verschiedenste Auffassungen, ja, vom Niqab bis zu einem einfachen Kopftuch, wo einfach die Kopfhaare verdeckt werden. Und das gilt natürlich nur in der Öffentlichkeit, nicht gegenüber der engeren Familie. Und aber es gibt, wie wir wissen, gerade auch in den muslimisch mehrheitlichen Ländern viele Frauen, die sich nicht daran halten. Und damit sehen wir, dass auch da eine große Spielbreite gibt im islamischen, muslimischen Leben. Ja? Ja, vielleicht auch, weil es kein zentrales Lehramt gibt. Ja, ne? Es gibt die Heilige Schrift und das Punkt, ist es. Weil es eben keine Autorität gibt, kein Lehramt gibt, keine Synode, keine andere Form des Lehramtes, die jetzt mit religiöser Autorität für alle vorschreiben kann. Und darauf sind ja Muslime auch wiederum sehr stolz, dass sie sagen, das gibt es bei uns nicht. Bei uns kann jeder noch einmal ganz persönlich im Lichte des Korans und Gottes, des Glaubens an Gott, diese Entscheidungen treffen. Natürlich bei wichtigen Fragen, bioethischen Fragen oder Fragen der Gewaltanwendung, kann sich dann dieses völlige Absenz fehlen, eine Autorität auch negativ oder bemerkbar machen. Danke für diesen Überblick, Pater Troll. Danke. Das war sehr lehrreich, hoffentlich auch für unsere Zuschauer. Alles Gute Ihnen für Ihre weitere Zusammenarbeit, Christen, Muslimen. Wollen wir hoffen, dass es da weitergeht.
Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung zu den Grundlagen des Islam. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.